Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog der Kursfahrt 2018. Man kann es sehen, wir befinden uns wieder zu Hause. Ist ja wunderbar. Rückfahrt habe ich jetzt mal ausgelassen. Ich meine, was soll man da auch filmen? Wir sind halt Bus gefahren. Es ist jetzt nicht so sonderlich das, was man gern sehen würde. Dennoch wollte ich auf den fünften und damit letzten Tag nicht verzichten. Deswegen machen wir jetzt noch was. Und zwar, ich möchte erstmal meine Zusammenfassung abgeben. Was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen? Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen kompliziert bei solchen Fahrten. Es kann halt einfach nicht hinbekommen werden, dass einem alles gefällt. Das ist nun mal so, das kann man auch nicht ändern. Das war bisher bei jeder Fahrt so gewesen und das wird sich auch in Zukunft nicht verändern. Dennoch muss ich sagen, fand ich die Fahrt unterm Strich sehr interessant. Ja, natürlich war sie halt ein bisschen geschichtskulturmäßig basiert, ist ja klar. Wenn man nach Dresden fährt, führt da auch gar kein Weg dran vorbei, das ist ja absolut klar. Ich glaube, mein persönlicher Favoritentag war der Mittwoch gewesen. Also da, wo wir in den Wald gegangen sind und Nachmittag noch ins Schwimmbad. Nicht so gut gefallen hat mir die Paddelfahrt. Also die Idee an sich war natürlich richtig gut gewesen. Und ich schätze mal, so nach so 2 Stunden hätte ich gesagt, okay, solide, passt. Wunderbar, hat ja Spaß gemacht. Es war ein bisschen in die Länge gezogen, muss man halt sagen. Ich meine, 4 Stunden ist schon eine Ansage und am Ende hat es noch ein bisschen angefangen zu regnen. Vielleicht lag es auch daran. Da konnten jetzt aber die Veranstalter natürlich nichts dafür. Deswegen sage ich dazu jetzt nichts mehr. Essen, muss ich sagen, war in Ordnung. Klar gibt es Besseres, aber Schlechteres gibt es auf jeden Fall. Und deswegen kann man da auf jeden Fall mit zufrieden sein. Zimmer, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die anderen Zimmer waren. Ich hatte jetzt zum Beispiel ein Dreibettzimmer mit 2 Leuten belegt. Das war natürlich ziemlich klein. Und mehr wie 3 Betten, ein Schrank und ein Tisch waren jetzt auch nicht im Zimmer drin. Von der Ausstattung her habe ich da auch schon Besseres gesehen, aber ganz ehrlich, nur zum Schlafen. Passt das? Ja, Spaßfaktor war auf jeden Fall da. Ich habe meinen Spaß gehabt. Das freut mich natürlich. Ja, gleich werde ich mich natürlich ans Schneiden dran machen. Und das ist auch jetzt so ein Punkt, der wird mir dann dieses Video kommen, denn mich haben einige Leute gefragt, yo, wie machst denn du deine Videos? Steckst du da Mühe rein? Was für ein Programm benutzt du? Wie entsteht sowas überhaupt? Und da dachte ich mir, jetzt machen wir ein kleines Zeitraffer, was das sollten eigentlich die meisten von euch wissen, und werde dort jetzt den gesamten Schnitt von allen 5 Tagen zusammenfassen in den paar Minuten. Man sieht jetzt natürlich nicht jeden Einzelschritt dadurch, weil es geht ja viel zu schnell. Ich möchte euch damit nur zeigen, dass das ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt, sowas zu machen. Und dass ich es aber auch gerne mache. Ja, das dürft ihr natürlich jetzt auch nicht vergessen. Ich mache das ja gerne. Deswegen nehme ich das sehr gerne in Kauf. Und ich würde sagen, das soll es jetzt auch gewesen sein. Sollte jemand, der mitgefahren ist, das hier sehen, könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Fahrt gefallen hat, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet. Ich habe mir meine Meinung dazu gebildet. Unterm Strich war es eine solide, schöne Fahrt. Man kann sich da nicht beschweren. Und ich würde jetzt aber auch mal sagen, blenden wir jetzt das Zeitraffer des Videoschnitts ein.
You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need. All I ever need is here with you. This place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I So, ihr habt jetzt gesehen, wie meine Videos entstehen, wie viel Zeit dahinter steckt. Und ich würde jetzt auch mal sagen, das war's von der Kursfahrt 2018. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir sie natürlich gerne in den Kommentaren stellen. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht schaut ihr nochmal das ein oder andere Mal bei weiteren Videos von mir vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Demnach bedanke ich mich bei euch wieder recht herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.